So gut. Radio check complete. Roger Zulia Bravo, final 01. Wie sind emergency training? Steering checked. Brakes Hotel Lima checked. Zulu overhead, let's join downwind runway 01. Ah ja. Oh, siehst du? Oben. Ah ja. Hotel Zulu Charlie, holding point runway 01, holding position. Dann können wir ja auf den Führer rücken, hm? Also bis zum Charlie einfach. Ja, ja. Hallo Aerodrome, Hotel Bravo, Whiskey Zulu Bravo, Triple Flight Hangar, taxi to intersection Charlie. Dann hübsche Heli, hm? Hotel Chile Bravo, runway vacated. Dann immer Solo Short fahren, Verschuftung. Ja. Zulu Charlie, Zulu Bravo. Zulu Charlie, ready. Kannst du nachher schnell einen Moment warten? Dann können wir jetzt raus, dann kann nachher der oben rein und wir können aufrollen schnell. Ja, problemlos. Super, merci. Gut, kannst du gehen. Jo. Taxi light on. Parking brake release, taxi area. Clear. Hotel Zulu Bravo, backtrack to holding point runway 01. Hey, Service. Ja, mach dort das, wo noch nicht den Flüger, oder? Du immer die Leute dort einsetzen, wo sie stark sind. Ein Kampf von der Kernkompetenz. Ja, genau. Ja, wie gesagt, die Güssel rausgetragen. das kann ich gut. Ja, genau. Schön Wetterflüger. Hotel Zulu Charlie, holding point runway 01. Line up and waiting for Zulu Bravo. Da sind wir ja. Ah, Mensch. Die Scheiben auch angelaufen wie immer. Merci fürs Warten. Kein Problem, schon recht. Guter Flug. Ja, gleichfalls. Mal schauen, wie das wir kommen. Oh, ja, es kommt immer besser. Wenn ihr keine Sonne mehr hast, dann seht ihr nicht mehr so drastisch. Hotel Zulu Charlie, line up and take off for circuit. Party briefing, wir gehen mal... ja, okay. Da werden wir hindern, hä? Ja. Dort erinnern so aus. Gut, also via Downwind. Runway 01 hindern. Deckt er es auch, so wie höher in so Schwand dort hinten werden wir ein bisschen sehen. Dort mal ein bisschen kürzeln. Gut. Rotate bei 45, VX 54, VY 59, Voltenhöhe 2500 Fuß. Emergency Procedure, wenn wir auf der Piste sind, bremsen, Power raus. Wenn wir schon gestartet sind, aber noch Piste haben, Power raus, Flaps voll, landen raus. Wenn wir keine Piste mehr zur Verfügung haben, schauen, wie es vor uns aussieht, oder dann links ins Feld rein. Oder in die Linde. Was jetzt heute nicht mehr so cool ist wie auch schon. Genau. Oder auch effektiv cool ist. Und sonst die Voltenhöhe, Volten Continue oder Umkehrkurve und zurück. Ja, Best Glide 59. Ja. Das ist es etwa. Departure briefing complete. Check before departure complete. Hotel Zulu Bravo, downwind runway 01, climbing to 4000 feet, direction sector south. Hotel Zulu Charlie.
Du schaust selber. He? Ich bin für? Ja, für alles. Bis am Telefonieren kann es sein. Zuerst mal ein Speed reduziert, damit wir unter die 78 kommen. Ja, aber ja, man steht in der Lauf, oder? Ja. Du in der Lauf. Gut, 73 ist es jetzt, Klappen 1 setzen. Und jetzt mit 65 den Sinkflug stabilisieren, 65. Schön austrimmen. Dann nimmst du einen Moment Zeit. Wenn das gut ist, dann gehst du um mit 45 Grad Querlage. Left clear. Genau, mit 65 durch ab 45 Grad Querlage. Ab ist langsam, die Nase weiter unten. Du willst ja möglichst, es geht ja darum, dass ich auf kleinem Raum wirklich vernichten. Kannst du, genau. Ja. Da wir keine Frillen dürfen machen mit dem Flügel, wie wir auch Spiralen machen. Und eben gleich etwa, also wenn du schön fliegst, fahre ich so mit 1000 bis 1200 Fuß habe ich angebracht. Ja, kannst du echt vernichten, hä? Ja, genau. Gut, aufrichten und gerade einen Go-Ramp machen. Dann schnell 5x5 setzen. Jetflaps ab. Und wieder wegsteigen. Dort steigen wir wieder auf 4500. Gehen Richtung Lindtal weiter. Okay. Komm, wir gehen wieder vorne schauen, wie es aussieht. Hotel Sur Bravo, Sector South, 3700 feet. Check. UNH set, altimeter, landing light on, fuel pump on, fuel quantity 60 liters, 3 hours of flight, autopilot off, approach check complete. Ja, gab's seit dem Start ist schon hinterher. Ja. Wobei, es täuscht, oder? Sobald man oben drüber ist, ist wieder, hat es dann schon etwas schlimmer ausgesehen. Ja, aber drüber ist eben das eine, wenn du nachher dann drin in den Anflug kommst, dann kannst du dich recht versenken. Schauen wir mal. He? Ja, da kannst du full stop planen, habe ich das Gefühl. Ja. Wir sehen es im Final, he? Wir lassen es offen. Ich weiss nicht, wie es im Final aussieht, aber das täuscht dann noch manchmal. Okay. Also meine Erfahrungen gemacht bei der Ego, mit dem Seich. Gut. Hotel Zulu Bravo, overhead 3000 feet. We'll join downwind runway 01.
Ja, so gegen die Sonne ist noch eklig. Ja, genau. Aber es geht gut auf. Wenn du auf 2,5 unten bist, dann geht es auf, sind wir schön im Schatten. Ja. Wenn du jetzt gegen die Sonne müsstest anfliegen, hättest du... Du hast nichts gesehen. Ich würde sagen, ja, dann wäre der Kessel etwas geflickt, oder? Ja. Aber da unten können wir jetzt sicher noch ein Tätschen gehen. Fertig. Hotel Zulu Bravo, downwind runway 01. Let's be check flaps 1. Tables in sight. Check flaps full. Start descent. On glide. Sind wir busy, huh? Oh. Approaching altitude. You don't say. And landing check. Flaps full. RPM 5,500. All sails to the Bravo. Final runway 01. Bist du in der Höhe? Weit weg? Wow, aber relativ gut. Ein bisschen tief. Ein bisschen tief. Aber jetzt etwa gut. Rechter Fuss ein bisschen. Tipptopp. Okay. Go. Flaps up. Rotate. Yup. Perfect. Hold there to the Bravo, downwind runway 01. Approach check. Correction, downwind check. Fuel pump on, fuel pump. No, land here. Machst du den Funk? Ja. Okay. Flaps sind aber verfügbar, hast du gesagt? Ja. Gut. Für den Motor nicht mehr. Also. Achtung, Speed, genau. Und jetzt wird Bravo Isle Approach für ein Video. Also, das heisst, Best Glide 60. 59. 59, ja. Danke. Dann mache ich jetzt okay. Flaps 1. Wie wenn ich das könnte fliegen. Probier es jetzt natürlich. Ja, ah, du schon. Ich rede von mir. Ich rede nicht von dir. Und 5,500 habe ich gesetzt. Danke. Dann lade ich jetzt gerade Flaps 1, so wie es ist. Ich mach Flaps 2. Go around. Go around. Flaps up. Machen wir normal circuit mit Full Stop. Okay.
first. Clear of obstacles, speed above 55, flaps up. Correction 54. Sehr gut. Hey, Banjo. Ja, eben, genau. Climb check, climb power set, flaps up. Nein. Hold. Aber climb power haben wir nicht gesetzt. So? Nein. Geht nicht weiter rauf? Ja. Weißt du was? Aber das ist doch climb power. Ah, ist gut. Okay. Nein. Ich mache trotzdem weiter. Oil temperature check. Climb check complete. Jetzt noch climb power. Ja. Neues erfinden, das war immer so, oder? Wie verstanden? Stimmt, ja. Ja, nach dem Start hast du 5500. Stimmt. Aber du reduzierst auf 5200 und dann kommt Climb Check. Ja. Climb Check, also Climb Power ist Full Power und 5200 RPM. Ja. Eben. Correction. Danke fürs Bier. Hast du einen Kaffee haben? Gut, zahle ich dir ein Bier. Ah, nein, dann ist wieder fair. Gut, dann ist ausgeglichen. Okidok. Gut. Downwind check. Fuel pump on. Altimeter QNH set. Fuel pump on. Fuel quantity 53 liters. 2.5 hours of flight. Landing lights on. Autopilot off. Approach check complete. Cables in sight. Heat checked. Flaps 1. Downwind check complete. Downwind check wäre sehr, aber ich hatte jetzt mit Sinn, du musst den Approach check machen, wenn ich gemerkt. Aber hast du den Downwind-Check angesagt? Angesagt, ja. Hast du Differenz? Ich würde sagen, wie wir mich aus dem Differenz. And it's not flaps full. Ja, jetzt wird es immer schwieriger, die Piste zu sehen. Ja, die kommt ja schon. Ja, das glaube ich schon. Auch wenn es Freitag ist, normalerweise nehmen wir so Sachen hin. All sails to Bravo, final runway 01. Okay, landing check. Hast du den verstanden, was der vorhin gesagt hat? Irgendetwas mit runway 04, darum habe ich gedacht, ich sage mir jetzt gleich, ich sei im Final. Aber ich sehe kein Lichtli. Wow. Also landing check. RPMs 5500, flaps full, landing check complete.